Sicher nichts Ernstes. Aber ich sollte trotzdem mit Schledorn reden. Erst das mit dem Himmel, jetzt diese... Schledorn, hast du kurz Zeit? Das habe ich nie. Es wird nicht lange dauern. Ich wollte nur wissen, ob bei dir alles in Ordnung ist. August macht sich etwas Sorgen. Er denkt, du könntest immer noch Selbstzweifel haben, obwohl wir die Sache mit dem Kyras ja klären konnten. Bedrückt dich noch etwas anderes? Manchmal hilft es zu reden. August, der Kerl ist stur wie ein Esel. Aber ihm entgeht einfach nichts. Es ist... Charon hat mir was gezeigt. Sowas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Was war's? Ein Schwert. Seltsam geformt, mit einer einschneidigen Klinge. Das Metall war nichts Besonderes, aber... meine Fresse. Es war scharf. Damit könnte man einem Mann sauber den Kopf abschlagen. Und er würde es erst merken, wenn er ihm von den Schultern rutscht. Das beschäftigt dich also... Nein, nein, nein. Es beschäftigt mich nicht. Es ist mehr als das. Es lässt mir keine Ruhe. Wie kriegt man eine Klinge so scharf? Ich dreh noch durch. Und wenn du wüsstest, wie, dann hätten unsere Fluchbrecher bessere Waffen. Genau mein Gedankengang, ja. Ich hör mich mal um. Schärfere Klingen können nie schaden. Und wir wollen ja nicht, dass du noch mehr schlaflose Nächte hast. Du kannst auch nicht anders, was? Aber ich will mich gar nicht beschweren. Viel Glück. Danke. Mal sehen, was Charon über dieses Schwert weiß. Wie geht es dir, Charon? Was willst du? Raus damit! Es geht um dieses Schwert, das du Schledorn gezeigt hast. Einschneidig und extrem scharf. An unserem Schmied hast du wohl einen Narren gefressen. Es geht eher darum, dass er sich in diese Klinge vernarrt hat. Sie scheint ihn verrückt zu machen. Das wundert mich nicht. Es gibt nicht viele Schwerter dieser Art auf diesem Kontinent. Und die sind wahrscheinlich alle in privaten Sammlungen. Darum habe ich auch schnell einen Käufer gefunden. Also hast du es schon verkauft? An wen denn? Die Namen meiner Kunden behalte ich für mich. Aber ich schätze, du hast nicht vor, mir Konkurrenz zu machen, also... Gut. Ich sag's dir. Aber dann war's das mit der Fragerei. Lord Ignaz heißt der Mann. Ein Dalmeker. Und leidenschaftlicher Sammler. Außerdem hat er mehr Geld als Verstand, weshalb er zu meinen Lieblingskunden zählt. Ich hatte ihm das Schwert in Dalimil verkauft. Vielleicht ist er noch da. Dann versuche ich es dort. Ach, und er ist etwas exzentrisch. Also stell dich besser auf Ärger ein. Danke für die Warnung. Ich hab schon... Wohlhabende Adlige fallen auf. Es dürfte leicht sein, diesen Ignaz zu finden. Er hat der Stadt gute Dienste geleistet. Aber... Ist ja auch ein Träger. Ein geborener Diener. Ich denke ständig daran, dass wir Lubor schon aus Dalimil vertreiben. Nur das Gerede vor! Denk an meinen Ruf! Beruhigt euch, Lord Ignaz, ich bitte euch. Sonst verrenkt ihr euch am Ende noch was. Verzeihung, darf ich kurz stören?
Hinaus! Sofort! Ich bezahle für alle Zimmer, weil ich meine Ruhe will. Also raus! Ich bitte um Entschuldigung. Erlaubt mir zu erklären. Seine Gnaden steckt gerade in einer misslichen Lage und ein Freund von Überraschungsbesuchen war er ohnehin noch nie. Radim, schmeiß diesen unverschämten Flegel sofort raus! Sofort, wie ihr wünscht, Lord Ignaz. Würdet ihr bitte mit mir hinaustreten? Ich hoffe, ich habe dir keinen Ärger bereitet. Wie? Ach nein, nein. Dieses Verhalten bin ich von meinem Herrn gewohnt. Allerdings haben die Ereignisse des Tages ihn besonders aufgewühlt. Man hat ihn seines Gepäcks beraubt, müsst ihr wissen. Die Diebe haben außerdem eine beträchtliche Summe Geld erbeutet. Geld, das der Wirt dieser Schenke schon bald sehen möchte. Befand sich unter den gestohlenen Dingen auch eine Waffe? Es geht um ein einschneidiges Schwert. Eine Händlerin, mit der ich befreundet bin, hat es ihm verkauft. Ah, ihr kennt also die Werte Charon. Ja, das Schwert wurde ebenfalls gestohlen. Dann hole ich das Gepäck zurück. Unter einer Bedingung. Was immer ihr verlangt, sofern es in meiner Macht liegt, es euch zu gewähren. Danach möchte ich mit Lord Ignaz sprechen. Ein paar Minuten reichen, dann bin ich wieder weg. Mehr wünscht ihr nicht? Selbstverständlich. Ich werde zusehen, dass er euch empfängt. Weißt du zufällig mehr über diese Diebe? Nicht viel, nein. Allerdings habe ich mich in der Gegend schon etwas umgehört und herausgefunden, wo sie zu finden sein könnten. Am sogenannten Lumpennest. Früher oder später landet angeblich jedes Stück Diebesgut in dieser verrufenen Ecke der Velkroi. Dann versuche ich es da mal. Ich rede in der Zwischenzeit mit Lord Ignaz, damit er zu eurer Rückkehr auf ein Gespräch eingestimmt ist. Das weiß ich zu schätzen. Danke. Nicht doch. Bitte gebt auf euch Acht. Gut so. Herr! Nach Hause.
Wir haben Besuch. Los, Männer, schlitzt mir den Mistkerl auf. Das muss Ignaz' Gepäck sein. Scheint alles noch intakt. Also gut. Zurück nach Dalimil damit. Wie ich höre, warst du es, der mein Eigentum von diesen Dieben zurückgeholt hat. Wie ist dein Name, mein Freund? Wyvern. Es ist mir eine Ehre. Was für ein famoser Name. Nun, Wyvern, ich stehe wohl in deiner Schuld. Radim sagte, dass du im Gegenzug nur wünschst, mit mir zu reden. Ist das wahr? Ja, ein wenig eurer Zeit ist mir Belohnung genug. Du bist ein seltsamer Bursche, Wyvern. Aber gut, worüber möchtest du reden? Wyvern interessiert sich für das einschneidige Schwert, das ihr vor kurzem von Charon erworben habt. Könnt ihr ihm mehr darüber erzählen? Oh, ein wahres Kunstwerk, dieses Schwert. Charon hat eine horrende Summe verlangt, aber ehrlich gesagt hätte ich ihr sogar Radim überlassen, um es zu bekommen. Es wurde in weiter Ferne geschmiedet, auf einem Kontinent jenseits des Horizonts. Dort wird es nur von den Meistern der Schule einer wahrlich einzigartigen Schwertkunst verwendet. Sie vertreten die Ansicht, dass jeder Kampf durch einen einzelnen Hieb entschieden werden sollte. Ihre Waffen lassen daher gar keine andere Art des Kampfes zu. Jedes ihrer Schwerter wird für einen einzigen perfekten Hieb geschmiedet. Es ist unvergleichlich scharf, doch beim zweiten Hieb bricht die Klinge. Die Schönheit dieser Waffe liegt nicht zuletzt in ihrer Vergänglichkeit. Aber wie kriegen sie die Klingen so scharf? Eine ausgezeichnete Frage. Mit einem Wetzstein, wie denn sonst? Besser gesagt, einer ganzen Reihe Wetzsteine. Hunderte Steine, die immer feiner werden. 1000 Runden mit einem Stein, gefolgt von tausenden weiteren. Doch es ist der letzte Stein, der den Schwertern die legendäre Schärfe verleiht. Er besteht aus einem Mineral, das in Valisthea nicht zu finden ist. Das ist das Geheimnis hinter dieser atemberaubenden Klinge. Doch mein kleiner Vortrag steht in keinem Verhältnis zum Dienst, den du mir erwiesen hast. Darum nimm bitte dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Es ist ein Exemplar eines solchen Wetzsteins, von dem ich gesprochen habe. Weitaus seltener als die Klinge selbst. Ich denke, das ist eine angemessene Belohnung. Vielen Dank. Ich unterbreche nur ungern, Milord, doch ich fürchte, dass es für uns an der Zeit ist, aufzubrechen. Oh, in der Tat. Ich bin nämlich schon auf der Jagd nach dem nächsten Kleinod, musst du wissen. Noch liege ich im Rennen vorn, doch ich darf keine Zeit verlieren, damit man es mir nicht unter der Nase wegschnappt. Heißt das, es gibt noch andere Sammler wie euch? Viel zu viele. Doch nur einen betrachte ich als ernstzunehmenden Rivalen.
Lord Byron Rosfield. Dieser schreckliche Mann ist wie ein spitzer Stein im Schuh. Was ihr nicht sagt. Leb wohl, Wyvern. Ich hoffe auf ein Wiedersehen. Radim, genug getrödelt. Lord Ignaz scheint euch regelrecht ins Herz geschlossen zu haben, werter Wyvern. Ich danke euch erneut für die Hilfe. Sofort, Milord. Ich eile. Das sieht Onkel Byron ähnlich, so einen interessanten Rivalen zu finden. Gut. Mal sehen, ob Schledorn was mit dem Wetzstein anfangen kann. Seh mal an, du lebst ja noch. Was suchst du denn? War's das schon? Da bin ich wieder. Und ich komme nicht... Hast du mir etwa... Nein. Wie? Einen Wetzstein? Ja. Aber keinen, wie du ihn in Valestea finden wirst. Kein Wunder, dass ich meine Schwerter nie so scharf bekommen habe. All das für einen einzigen Hieb. In einem sauberen Zweikampf mag das funktionieren. Aber auf dem Schlachtfeld, da wäre dein zweiter Gegner in jedem Fall dein letzter. Da hast du recht. Aber meinst du, du kannst den Stein trotzdem gebrauchen? Ja, das könnte ich. Mit dem richtigen Stahl kann ich damit eine Klinge schmieden, wie die, die mir Charon gezeigt hat. Nur vom Stein selbst würde dann sicher bald nicht mehr viel bleiben. Und einen zweiten werden wir in Valestea nie wieder finden. Noch dazu würde so ein Schwert einem Fluchbrecher nichts bringen. Was bringt uns ein Schwert, das nach einem Hieb bricht? Nein, dann könnten wir unseren Leuten gleich Glasschwerter in die Hand drücken. Aber die Geschichte hat mich auf die richtige Spur geführt. Der Schlüssel liegt in der Körnung. Und es gibt nichts Feineres und Härteres als das Zeug aus den gefallenen Ruinen. Wenn ich damit unsere schweren Schwerter schleife, bekommen ihre Schneiden den richtigen Schliff. Verlass dich drauf, Clive. Ich schmiede uns Wunderwaffen. Die Fluchbrecher wird das sicher freuen. Nur, gönn dir auch mal eine Pause. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich hab schon den Hammer geschwungen, da hast du dir noch in die Hosen geschissen. Und das werde ich auch weiter tun, bis ich tot umfalle. Clive, mal ganz im Ernst. Danke. Du und auch August. Ich bin froh zu wissen, dass ihr mir den Rücken frei haltet. Das werde ich ihm ausrichten. Und was deine Hilfe heute angeht, das erste Schwert, das ich mache, gehört dir. Die Materialien musst du aber selbst besorgen. Natürlich. Mach ich. Das verschafft mir die Ehre. Was willst du?
Sollte eine Weile halten. Ist noch was? Erst das mit dem Himmel, jetzt dieser Kristall. Geht es wohl nicht um irgendeinen Abenteuerroman. Vivian, wegen des Briefs. Ich kann dir gern helfen, dein Buch zu finden. Danke, Clive. Es könnte aber etwas knifflig werden. Bist du sicher? Bin ich. Dein Rat hat mir schon unzählige Male weitergeholfen. Es wird Zeit, dass ich mich revanchiere. Lass mich dir helfen. Sehr freundlich von dir. Leider wird sich dieses Buch nicht so einfach finden lassen wie Antworten auf deine Fragen. Ich habe schon Harpokrates gefragt, ob er nicht weiß, wo sich dieses Buch heute noch auftreiben lässt. Aber vielleicht erklärt er dir das alles am besten selbst. Wenn du meinst. Tut mir leid, dass ich das auf dich abwälze. Dieses Buch war der Auslöser für alles, was mich heute ausmacht. Es hat eine wirklich große Bedeutung für mich. Ah, Clive, wie schön. Welch Freude, euch zu sehen. Harpokrates, ich muss euch etwas fragen. Ich suche nach einem Buch mit dem Titel Aus der Ferne. Dann sucht ihr nach einer wahren Rarität. Erstaunlich, dass euch dieser Titel geläufig ist. Ihr kennt ihn von Vivian. So ist es. Viel darüber erzählt hat sie mir allerdings nicht. Nur, dass ihr mehr dazu zu sagen hättet. Am liebsten hätte ich ihr das Ganze ausgeredet. Clive, die Suche, mit der die junge Professorin euch beauftragt hat, kann kein gutes Ende nehmen. Nicht, solange es die Vollstrecker gibt. Die Vollstrecker? Ein geheimer Orden. Eine nebulöse Organisation, die verbotene Schriften und Technologien zusammenträgt und unter Verschluss hält. Und Vivians Buch ist eine dieser Schriften, denn es dokumentiert die wahre Geschichte der Versklavung der Träger. Ein Werk, das Potenzial hat, die gesamte bestehende Ordnung zu stürzen. So sagt man zumindest. Ich habe es nie gesehen, geschweige denn selbst gelesen. Ich höre zum ersten Mal von dieser Organisation.
Nun, sie sind eben ein geheimer Orden. Sie lauern in den Schatten, tauchen dann auf, wenn sie etwas begehren. Bücher, Erfindungen oder Menschen. Und verschwinden dann wieder, ohne jede Spur. Das erklärt, wie Vivians Buch sich so ohne weiteres in Luft auflösen konnte. Das Werk der Vollstrecker, ja. Was treibt sie an? Pure Gier oder Ideologie? Gute Frage. Leider lässt sich unser Wissen über sie in einem Atemzug zusammenfassen. Fragt mich, woher sie kommen, wer sie anführt oder wie viele sie sind. Und jede Antwort wäre reine Spekulation. Mir fehlt also jeglicher Anhaltspunkt. Was hat Vivian gedacht? Dass es aus dem Nichts auftaucht? Nicht aus dem Nichts, nein. In Ashra. In Stürm hört man in der Tat oft von den Vollstreckern. In Ashra aber deutlich seltener. Ich habe einen Freund. Ich hatte einen Freund. Drüben in Garnik. Er sammelte alte Bücher. Und er schrieb mir lange Briefe über seine Schätze. Leider bleiben sie aus, seit der Himmel sich verdunkelt hat. Sicher hat auch er sich verwandelt. Doch es besteht durchaus die Möglichkeit, dass sich dort in seiner Sammlung eine der Abschriften von aus der Ferne befindet und auf ihre Entdeckung wartet. Wenn es euch irgendwie gelingen könnte, auch nur ein Buch aus seinen Regalen zu retten, wäre das sicher in seinem Sinne. Also gut. Beim nächsten Besuch in Valut werde ich mich in Garnik umsehen. Wir haben euch hier schon vermisst. Ich habe ein paar neue Notizen, die euch interessieren könnten. Also das hier werdet ihr sicher sehr interessant finden. Welches Thema wollen wir heute behandeln? Gut so. Nicht umzingeln lassen. Fast!
Das Dorf sieht verlassen aus. Mal sehen, ob ich sein Haus finde. Protokolle der Valuta-Armee. Wo hat er die denn bloß her? Er hatte vielfältige Interessen. Das ist es. Wenn das, was hier steht, stimmt, ich muss damit zurück zum Versteck. Du willst schon gehen, Fremder? Wir haben dich beobachtet. Aus der Ferne beobachtet. Geistreich. Ich weiß, wer ihr seid. Dann müssen wir dir ja nichts mehr erklären. Gib mir das Buch. Schriften wie diese gehören in unserer Obhut. Obhut? Wollt ihr es verbrennen oder vergraben? Das entscheiden andere, nicht ich. Eines ist jedoch sicher. Dieser Text muss vom Antlitz der Welt verschwinden. Was, wenn ich das Gegenteil will? Dass unsere Geschichte erhalten bleibt? Dann können wir uns weitere Worte sparen. Wie du willst. Das Buch können wir auch deinen toten Händen entreißen. Das werden wir ja sehen. Beeindruckend. Aber noch sind wir nicht geschlagen. Das Buch wird uns gehören. Warum seid ihr so versessen darauf? Weil es wie keine andere Schrift die Eitelkeit und Gier der Menschen bekundet. Es erzählt von der Verfolgung und Unterdrückung einer Minderheit, die von den Göttern gesegnet war. Klingt diese Zusammenfassung korrekt? Ich weiß nicht. Du weißt es nicht. Dann ist dein Verstand stumpfer als dein Schwert. Ich helfe dir auf die Sprünge. Geschichte lässt sich nicht korrekt interpretieren. Das schiere Vonstattengehen von Geschehnissen ist leicht zu dokumentieren. Aber auf die Frage, warum etwas geschehen ist, gibt es nicht die eine Antwort. Letzten Endes geht es darum, was das Volk glaubt. Wenn genug Menschen glauben, den Grund für ein Geschehnis zu kennen, erschaffen
sie eine Wahrheit. Ihr wollt die Wahrheit kontrollieren. Wir wollen die Menschheit vor sich selbst schützen. Vor Wissen, dass ihr nichts als Leid bringt. Das ist alles. Behalt das Buch. Fürs Erste. Die Welt ist klein. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Warte! Verdammt. Erstmal zurück zu Vivien. Sie ist mir eine Erklärung schuldig. Vivien. Dein Buch. Ich hab's gefunden. Du hast... Das ist es. Danke, Clive. Ich hatte schon Angst, dass ich etwas Unmögliches von dir verlangt habe. Dass die Vollstrecker alle Exemplare an sich gerissen hätten... Mit einem Vollstrecker habe ich mich unterhalten und ihn überzeugt, mir das Buch zu lassen. Er sagte, dass Wahrheit nur kollektive Überzeugung ist. Dass auch eine Lüge zur Wahrheit wird, wenn alle an sie glauben. Oh ja. Es gibt niemals nur die eine Wahrheit. Wahrheit ist biegsam. Wer genug Menschen von seiner Perspektive überzeugen kann, gewinnt das Recht, sie Wahrheit zu taufen. Wie auch an der Geschichte der Träger zu sehen ist. Dieses Buch hat dich also zum Studium inspiriert. Das Buch? Oder genauer seine Autorin. Sie war eine Ketzerin. Eine Kritikerin, die keine Angst kannte. Es gab keine Stadt, die nicht einen Galgen für sie bereithielt. Sie war ihr Leben lang Außenseiterin und als solche stolperte sie über eine Wahrheit, die so gewichtig war, dass die Kontinente erzitterten, sobald jemand drohte, sie auszusprechen. Auch ich fühle mich der Menschenwelt manchmal nicht ganz zugehörig und sehe mich oft als Außenstehende. Sie hat mich gelehrt, Einsamkeit als Segen zu sehen, nicht als Fluch. Und dass das, was man am Ziel seiner Reise zur Wahrheit findet, all die Opfer und all die Mühen, rückblickend wert gewesen ist. Denkst du das immer noch? Dass du nicht dazu gehörst? Ganz ehrlich? Inzwischen bin ich mir da nicht mehr so sicher. Seit ich hier im Versteck bin, urteile ich weniger scharf. Vielleicht, weil ich die Menschen jetzt aus einer deutlich geringeren Distanz studiere als früher. Aber je länger ich hier bin, desto mehr lerne ich, diese Nähe zu schätzen. Ich beobachte nicht mehr von außen, sondern von innen. Wenn ich also darf, werde ich meine Arbeit hier fortsetzen. Vergiss nicht, Clive. Glaube hat die Kraft, Wahrheit zu erschaffen. Schenke den Männern und Frauen dieser dunklen Welt ein Stück Wahrheit. Mach, dass sie an dich glauben. So wie ich. Ich werd's versuchen. Versprochen. Chasia liegt ganze Tage ver... Wie geht's, Clive? Schledon meinte, du hast ihm wieder geholfen. Danke dafür. Übrigens,
ehrlich gesagt mache ich mir... Sorgen um ihn. Und du willst meinen Rat. Ja, genau. Seltsame Geschichte, aber ich habe auf einer Mission so einem Edelmann geholfen, der mir zum Dank einen echt schönen Ring gegeben hat. Und natürlich habe ich den gleich Schledorn gezeigt, um ihn zu beeindrucken. Aber der wurde auf einmal ganz still und so weiß wie ein Bettlaken. Ich weiß echt nicht, was um alles in der Welt ihm da über die Leber gelaufen ist. Schledorn vertraut sich dir ja öfter an. Also könntest du vielleicht... Ich soll mit ihm sprechen? Gut. Wir sollten der Sache wohl besser auf den Grund gehen. Danke, Clive. Ich werde bei ihm vorbeischauen, sobald ich kann. Geht klar. Ich warte bei der Schmiede. Komm, wann es dir passt. Willkommen beim Stillen Stifter. Deine Gönner sind sehr großzügig. Bitteschön. Komm bald wieder, dann habe ich vielleicht mehr. Sieh mal an, du lebst hier noch. Fertig? Aha. Himmel, Donnerwetter nochmal, Clive. Nicht schon wieder. Hast du denn wirklich nichts Besseres zu tun? Das werden wir gleich sehen. August sagt, er hätte dir einen Ring gezeigt. Und der Anblick hat dich wohl irgendwie verärgert. Sagst du uns warum? Spuck's schon aus, Schledorn. Friss es nicht unnötig in dich rein. Wenn's nicht der Ring war, sondern etwas, das ich gesagt habe, dann tut's mir leid. Es war der Ring, zufrieden? Er hat ein paar unschöne Erinnerungen geweckt, mehr nicht. Welche, die ich gern vergessen würde. Erinnerungen? Dieses Gefühl kennen wir sicher alle, Schledorn. Aber manchmal hilft es zu reden. Und manchmal nicht. Ist das so schwer zu verstehen? Sei doch nicht so. Na schön. Wenn ihr mich dann in Ruhe lasst. Der Ring, den du da hattest, ist eindeutig von Soltan. Er war mit mir in der Lehre, vor langer Zeit. Du hast ihn noch nie erwähnt. Warum auch? Ich habe ihn ewig nicht gesehen, weil wir uns beim letzten Mal zerstritten haben. Der Ring... hat das alles wachgerufen. Ich habe sofort erkannt, dass Soltan ihn gemacht hat. Der Kerl ist viel besser als früher. Verdammt viel besser. Das Ding ist ein Meisterwerk. Dann ist es eben ein schöner Ring, der vielleicht auch ein paar Gil wert ist. Aber was kümmert dich das? Es kümmert mich, weil er offensichtlich gelernt hat, Metalle zu gravieren und ich nicht. Ganz ehrlich... Ich brächte keinen halb so filigranen Ring zustande. Na und? Du bist Waffenschmied, kein Juwelier. Ich bin der Schmiedemeister des Verstecks. Nicht irgendein Möchtegern in einer kleinen Dorfschmiede. Meinen Waffen und Rüstungen vertraut ihr jeden Tag euer Leben an. Ich glaube, dass jeder meiner Hammerschläge uns unserem Traum ein bisschen näher bringt. Deswegen bin ich mit Leib und Seele dabei. Denn die Fluchbrecher verdienen nur das Allerbeste. Und ich lass mich nicht von einem Kerl wie Soltan übertreffen. Na gut. Dann lass uns zu ihm gehen. Mit ihm reden. Ich glaube kaum, dass er mich sehen will. Dann finde dich damit ab, dass du dieses Mal eben nur der Zweitbeste bist. Vergiss deinen Stolz und kümmere dich nur um deine Pflicht im Versteck.
die Fluchbrecher mit allem Nötigen auszurüsten. Wenn du das kannst, dann belassen wir es gerne dabei. Aber wenn nicht, wenn es dich ablenkt, dann müssen wir etwas tun. Was meinst du, Schledorn? Er hat doch recht, oder? Und du gehst nicht allein. Ist ja gut. Wunderbar. Und wo finden wir jetzt diesen Soltan? In Dravost, meiner Heimat. Er ist dort inzwischen der Dorfvorsteher. Dravost, hm? Schon mal gehört. Nicht weit von Tabor, oder? Nördlich der Felder von Korava. Gut, Clive. Dann treffen wir uns so bald wie möglich am Dorf, ja? Ich sorge dafür, dass Schledorn auch wirklich mitkommt. Na dann viel Glück. Wir sehen uns dort. Rausgeflogen? Nein, dieser Witzbold lässt niemanden durch. Warum dürfen wir nicht rein? Befehle. Niemand kommt ohne Erlaubnis ins Dorf. Schon gar nicht Leute wie ihr. Ihr riecht nach Ärger. Macht, dass ihr nach Hause kommt. Das versuche ich doch, du Idiot. Bist ganz der Alte, Schnoddy. Nein. Ernsthaft? Schledorn! Lange nicht gesehen, was? Was willst du denn hier? Nun, es sollte eine Überraschung sein, aber da du so nett fragst. Ich will zu Soltan, du Volltrottel, und jetzt lass uns durch! Na gut. Aber brich ja keinen Streit vom Zaun, verstanden? Ich schlag nicht zuerst zu, versprochen. Reicht dir das? Dann bitte. Herzlichen Dank. Das ist also Dravost. Ziemlich ruhig scheint mir. Hier gibt's nur Schmieden. Als ich klein war, wurde hier so laut gehämmert, dass man ständig schreien musste. Clive, sprich du mit Soltan. Du kannst sowas. Hey, machst du etwa einen Rückzieher? Zwischen mir und Soltan gibt's viel böses Blut. Es sollte erst mal jemand versuchen zu vermitteln. Bitte, Clive. Schon gut. Ich tue mein Bestes. Ich danke dir. Geh zur Schmiede auf dem Hügel. Da haben wir gelernt. Jetzt müsste sie Soltan gehören. Die Schmiede auf dem Hügel. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Wenn wir die Schmiedefeuer nicht zum Brennen kriegen, wie sollen wir dann überleben? Mama, warum ist Papa noch nicht? Heißer! Heißer, verdammt! Dieses jämmerliche Feuer schmilzt nicht mal Butter, geschweige denn Eisen! Entschuldige die Störung. Ich suche den Vorsteher. Das bin ich. Schön, dich kennenzulernen. Ach, ist es das? Mach das Tor nicht auf, sag ich noch. Ganz toll, Schnoddy. Du hast hier nichts verloren. Hau ab, bevor ich ungemütlich werde. Schledorn ist hier. Habe ich richtig gehört? Er ist allein deinetwegen gekommen. Wie nett von ihm. Er wartet. Unten am Tor. Dann schlage ich vor, dass du ihn wieder mitnimmst, wenn du gehst. Habt ihr nicht beim selben Meister gelernt? Das spielt keine Rolle. Verdammt! Das können wir vergessen!
Für eine Esse taugt Trägerfeuer einfach nicht. Wir kriegen die Schmieden nie wieder zum Laufen, wenn wir keine neuen Kristalle auftreiben. Ich bin beschäftigt, wie du siehst. Also sei doch so gut und verschwinde. Ach, und falls du den Ausgang nicht findest, frag Schledorn. Der Mistkerl weiß ganz genau, wo er ist. Er ist hier nicht willkommen. Und du auch nicht. Schon gut. Ich gehe. Sultan muss irgendetwas tun. Wenn das so weitergeht, sind wir ruiniert. Wenn wir die Schmiedefeuer nicht zum Brennen kriegen, wie sollen wir dann überleben? Bleib ruhig. Im Vorstehen. Lass mich raten. Sultan will, dass wir verschwinden. Er hat freundlich drum gebeten, ganz genau. Na, ich würde sagen, das ist eindeutig. Er wird nicht mit uns reden. Nicht, wenn ich dabei bin. Was ist denn nur passiert? Wenn wir dir helfen sollen, müssen wir es wissen. Was hat ihn so aufgebracht? Ich selbst. Ich bin einfach weg. Hab Sultan mit der Verantwortung für das Dorf allein gelassen. Ich konnte hier nicht bleiben. Auf dieser Welt gibt es zwei Arten von Schmieden. Eine Art, die aus Liebe zum Handwerk dabei ist. Wir arbeiten stundenlang an einem einzigen Stück, bis es perfekt ist. Und die zweite Art, die andere Beweggründe hat. Schmiede wie Sultan, die schnell und billig arbeiten. Die Art von Schmied, die eben mal 100 Schwerter zusammenhämmert und nur an Profit denkt. Früher sind wir wirklich jeden Tag aneinander geraten. Und allmählich bildeten sich im Dorf zwei Lager. Es hätte uns auseinandergerissen. Also bin ich weg. Musstest du gleich so weit gehen? Sultan taugt mehr zum Vorsteher als ich. Unter seiner Führung hatten die Leute immer Brot auf dem Tisch. Sein Geschäftssinn hat Ravost sicher mehr genützt als meine ach so tollen Ideale. Zumindest solange es genug Kristalle gab. Die Schmiedefeuer hier brennen alle durch Magie. Ohne sie ist das Dorf so gut wie verloren. Siehst du das denn nicht zu schwarz? Feuer kann man doch auf andere Arten machen. Im Versteck schaffen wir es auch. Dank Sids Einfallsreichtum. Er wusste immer, dass Kristalle nicht die Lösung sind. Und hat jahrelang für uns nach Alternativen gesucht. Du weißt doch, was ich meine. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich will nur sagen, es ist nicht deine Schuld. Du hättest das nicht wissen können. Ach, das ist doch egal. Ich will nicht der beste Schmied sein, nur weil sonst keiner mehr übrig ist. Clive. Dravost braucht unbedingt seine Essen. Vielleicht ist es langsam Zeit, Sids Blasebalg mit der Welt zu teilen. Ich finde, du solltest das entscheiden. Moment, Schledorn. Sids Erfindungen waren für uns gedacht, damit wir besser dastehen als der Rest der Welt. Und das willst du hergeben? Na gut. Einverstanden. Dieser Ort ist deine Heimat. Wir überlassen sie nicht ihrem Schicksal. Sid wollte, dass seine Erfindungen allen Menschen helfen. Früher oder später hätten wir sie ihnen ohnehin zur Verfügung gestellt. Es ist nur ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Befreiung Valestheas von der Macht der Mutterkristalle. Dravost wird der Welt zeigen, dass es ohne sie geht. Oder was denkst du, August? Naja, wenn du es so sagst... Klar, du hörst dich echt schon fast an wie Sid damals. Danke, Clive. Soll ich die Pläne holen gehen? Ich kann sie auswendig. Aber ich brauche Hilfe. Eine Esse zu bauen ist nicht gerade einfach. Sei so gut und besorg mir so viele kräftige Leute wie möglich, August. In Ordnung, Schledorn. An dich habe ich auch eine Bitte, Clive. Besorg mir Salamanderhaut. Alles andere taugt nicht als Leder für den Blasebalg. Glücklicherweise findet man Salamander auf den Feldern von Korava. Na, dann gehe ich mal auf die Jagd.